Okay, ein Speierpunkt. Sehr gut. Dankeschön. Nein, ich wollte... Egal. Hier. Oh, es geht sogar auf. Wow, fuck! Alter! Alter, okay. Ich habe mich erschrocken. Ich geb's zu. Wuhu! Ey, damit rechnet ja auch keiner. Weißt du, erstmal... Ich analysiere gerade mal kurz die Situation. Halt mal die Fresse, Munieisen. Erstmal, dass man zwei Schränke in der Nähe aufmachen kann, ist hier bisher, glaube ich, noch nicht der Fall gewesen. Wenn hier zwei Schränke stehen, kann man meistens nur einen von denen öffnen. Dann sind die meisten aber auch schon Spalt offen. Deswegen habe ich überhaupt gar nicht damit gerechnet, dass man überhaupt öffnen kann. Und dann war ich überrascht und dann kam mir was entgegensprungen. Glücklicherweise hat mein Zeigefinger reagiert. Prost. Ah, so, okay. Weiter geht's. Erstmal auf einen Schockenschluck. Vom Energy Drink, das ist, glaube ich, dann nicht so dolle. Zwei Vögel noch, okay. Metallstücke habe ich überhaupt schon eins gefunden im Level, ich weiß es nicht. Ich habe auch beim zweiten Teil echt lange gebraucht, bis ich da wirklich die ganzen sammelbaren Sachen alle gefunden habe. Eigentlich bis zum heutigen Tag habe ich das noch nicht geschafft, weil ein Level ist so extrem scheiße dafür. Aber hier hätte ich schon das Bestreben. Ich meine, ich könnte natürlich Guides benutzen oder so, aber ich bin ja nicht so der Guide-Fan. Also bei solchen blöden Leveln habe ich kein Problem damit, es dann doch zu tun letztendlich. Ich sag mal, ich werde es auch hinterher dann mit dem Guide nochmal machen. Wenn ich dann mal kurz über die Sachen reinschalte, so von mir so, ja, dann müsst ihr hier lang gehen und bla bla blub. Also die Level sind ja nicht so lang. Und vor allem, wenn man nicht alles absuchen muss, dann gehen die Level ja noch viel schneller vonstatten. Das ist mir bei Aliens Colonial Marines aufgefallen. Das habe ich auch gezockt. Also jetzt nicht als Let's Play, sondern so. Als ich alle sammelbaren Sachen hatte und nur durchspielen musste, die Spiele sind eigentlich unglaublich kurz. Das, was mich immer so lange daran aufhält, ist halt diese ganze Scheißsucherei. Und dann gerade so bei so einer Grafik, wo es hier 10 Millionen Ecken gibt und alles und Säulen und überall kann man sein, dann ein bisschen Müll und dann weiß man nicht, ist das jetzt ja Grafik oder ist das was womit man agieren kann und so. Oh. Sowas hält mich zumindest immer sehr lange auf. Deswegen, ich kann schon verstehen, wenn Leute, also gerade jetzt jüngere Leute, die jetzt die alten Konsolengenerationen nicht kennen, einfach direkt mit dem Guide spielen. Weil natürlich wissen die Spielentwickler auch, dass es Internet gibt, ne, und so. Und die propagieren sowas auch entsprechend. Lösungsbücher sterben, denke ich mal, aus. So ein bisschen. Was ich schade finde. Weil ich schaue eigentlich auf eine sehr nette Lösungsbuchsammlung zurück. Ich habe ja auch eine hier zu Hause. Also hier ganz Final Fantasy und so. Wo halt alles optional drinsteht, was ja damals der absolute Shit war. Weil damals wusste man halt von so vielen Sachen noch nicht. Bestes Beispiel, Final Fantasy 7, Ritter der Runde. Goldene Chocobo-Zucht. Wie soll man denn darauf kommen, was man da machen muss und wo man wen fangen muss und wen man jetzt mit wem paaren muss und... Oh, schrecklich. Ohne Lösungsbuch könnte ich mir gar nicht vorstellen, wie man darauf kommt. Nagelbrett, okay. Kleiner Exkurs, ja, ja. Ah, ja, okay, alles klar. Da brauche ich die Schaufel für. Ah, das ist Heilung und da geht's weiter. Aber ich will mich hier erstmal noch ein bisschen umgucken. Falls ich auf dem Weg nochmal eine Schaufel finden sollte, gerne, nehme ich an. Ist ein Ventil, okay. Darf ich nicht mit agieren? Dann halt nicht. Okay, hier war die Schaufel. Ich habe gedacht, ich hätte sich da was bewegen sehen. Hm. Na gut, hier ist aber nichts mehr. Ordre! Steamwelt! Okay, ich garantiert sehe ich dann gleich doch den Typen. Dann macht er irgendwas hier wieder mit Dampf und dann darf ich hier hochklettern. Muss hier den Gegner sind und darf dann beide Ventile benutzen. Nur so eine Hypothese. So. Ruinterre. Was ist das, was da so leuchtet? Ach, das ist nur so eine. So von wegen. Wenn es dunkel ist, hier ist Wand. Vorsicht. Licht. Und. Heuer! Zang! Wow. Ich nehme mal lieber ein bisschen Abstand. Ist, glaube ich, nicht verkehrt. Ah, okay. Dampfdruck erhöhen. Ja, ist okay. Na, jemand Bock, mich zu töten? Oh, was? Ich habe doch gerade was... Fuck you! Es war so klar, dass dann wieder jemand angeschissen kommt, ne? Und noch einer. Ah, nee, es ist eine Frau. Schalalalala. Kommst du hoch oder was? Oder kommt ihr hoch?
Du hast ja den Kollegen kaputt gemacht, nur so als Info. Komm schon, lass dich treffen! Lass dich treffen! Voll auf die Fresse! So, wie sich das gehört. Okay, super. Man ist eigentlich traurig. Ich habe mir jetzt mal so die empfohlenen Einstellungen und sowas angesehen, beziehungsweise die empfohlenen Hardware-Anforderungen von dem Spiel. Okay, ich nehme auf, das ist schön. Und eigentlich müsste mein Rechner die um ein Vielfaches überbieten. Aber ich glaube, der ist halt schon, der ist halt alt und zugemüllt und so. Ich glaube, der bringt nicht mehr die Leistung, die er eigentlich mal gebracht hat. Ist auch okay. Ist ein altes Schätzchen, hey. Weil wenn man noch einen 5 Jahre alten Rechner zu Hause hat, dann ist es ja schon, fast wie, ja, Rentenalter. Okay, Heilung brauche ich gerade nicht. Das verwundert mich. Aber immer wenn Heilung kommt, brauche ich sie auch. Also mit dem Kämpfen klappt definitiv schon besser als am Anfang, finde ich. Persönlich zumindest. Wie ihr denkt, naja, kann anders sein. Okay, keine Shielder. Ah, jetzt sind wir dann wieder an den Gleisen. Ich weiß nur nicht, ob das gut oder schlecht ist. Also sieht auf jeden Fall nach einer Gleisanlage aus, die schon längere Zeit nicht benutzt ist. Oh, hier ist wenigstens mal ein angenehmes Levelende. Nicht einfach nur eine Wand hingezimmert, die unsichtbar ist. Ich habe irgendwie ein bisschen Schiss gerade. Muss die Wände gleich anfangen zu bluten oder so. Oder es einfach zukommt. Ich vertraue auch nicht, dass hinter mir nichts erscheinen wird. Also darauf vertraue ich nicht. Da könnte ich rein, so wie es aussieht. Da oben bewegt sich auf jeden Fall was. Können Züge sein. Müssen es aber nicht. Kann auch der Zugzug sein. Man, dass man hier einfach keine Belohnung erhält für seinen Forscherdrang. Das finde ich immer doof. Weil wir haben jetzt mich hier extra durchgegangen, weil ich dachte, hier findet man was. Also ich hätte da was versteckt als Spieleentwickler. Auch nur vielleicht ein Schild, wo draufsteht, hier ist nichts. Okay. Abandoned Tunnels, okay. Verlassene Tunnel. Die werden also nicht mehr benutzt. Das ist schön. Ich stehe eigentlich immer so auf so ein abgefucktes Zeug. Also auch so Gebäude. Hier in Duisburg haben wir zum Beispiel einen Güterbahnhof, der halt schon seit 1000 Jahren abgerissen werden soll und leer steht. Das ist irgendwie total gruselig, da reinzugehen. Aber ich finde das irgendwie total faszinierend. Sowas gefällt mir, so verlassene Sachen. Der lebt doch noch garantiert. Oder auch nicht. Wie viel haben wir denn? 4, okay. Ich dachte, da kippt noch eine Waffe. Aber es war nur so ein Pöller. Tut, was ihr nicht lassen könnt. Ja, macht den kaputt, macht den kaputt. Ich mach dich kaputt. Ey, sag mal! Ich wollte schon sagen. Irgendwann reicht es auch mal. Was geht denn hier ab? Sie können mich ruhig in Ruhe lassen. Ich hab damit nichts zu tun. Ich hab damit nichts zu tun. Oh, Nagelbrett, schön. Zwar nicht so stark, aber blocktechnisch echt perfekt. Ach nein, jetzt, ich kann mich doch hindurchkriechen, okay. Machen wir mal, ne? Oh, scheiße. Fuck! Fuck you! Ich hab grad irgendwie toten Winkel entdeckt. Finde ich gut. So! Arschloch. Ich finde das eigentlich eine ganz coole Sache. Es ist jetzt natürlich wieder moralisch bedenklich, was ich jetzt sage, aber es ist ja eigentlich alles, was ich tue. Dass das Blut an der Waffe kleben bleibt, das hat irgendwie was. Weil es ist halt ein interaktiver Gegenstand, ne? Der verändert sich. Bolzenbrett.
Der Schießtyp, ist der tot oder? Ich weiß es nicht. Ich weiß wirklich nicht. Ah, Brecheisen, okay. Das werden wir dann wahrscheinlich auch noch finden irgendwo. Irgendwie, irgendwo. Nehmen wir. Auf jeden Fall. Aber wer versteckt Schrotflinten unter Umzugskartons? Die gehören da wenigstens rein. Na, da gehe ich jetzt erstmal noch nicht hin. Da ist noch ein toter Vogel, so wie es aussieht. Da fehlt noch einer. Krasse Scheiße. Ah, okay. Ein bisschen raus wahrscheinlich. Ja, okay. Zack! Image received. Looks like a blueprint for a Holman number 8 subway passenger car. Searching local business registry shows Holman was the city's contractor for the cars years ago. Yeah, I haven't seen one of these number 8 cars in years. Get a close up of the red circled area. It's hard to see. Okay. Wir hatten auch früher mal auf der Arbeit Blaupausen, aber dann waren immer nach dem Mittag alle betrunken. Ah, bin ich lustig. So. Roter Bereich. Ja, komm. Danke. The circle part, red ballpoint pen, highlights a sealing compartment in the car. Thomas, they generally seal the doors of these suckers shut when they go out of commission. A crowbar might work best. Try the car's tool cabinet under the frame. Once inside the car, find that compartment. Im Wagen Nummer 8 einbrechen. Okay. Ja gut, das war ja das, was wir doch vorgesehen haben. Aber ich glaube, da war gerade die Übersetzung ein bisschen für den Arsch. Ich hätte es lustig gefunden, wenn jetzt hier einfach das Brecheisen gelegen hätte. Aber es sind wahrscheinlich die Waffen von den ganzen Leichen, die hier abgeballert worden sind, von den eigenen Kollegen. Was war das? Achso, Rohrleitung. Gut, ja, okay, bevor wir in den Waggon reingehen werden, holen wir uns garantiert nochmal eine Heilung. Aber erstmal müssen wir noch ein bisschen erforschen. Ah. Das war aber gerade nur ein Puppenkopf, oder? Ja, natürlich war es nur ein Puppenkopf. Okay, Beweismittel finden. Ja, aber ich will erstmal will ich gucken, ob hier nicht vielleicht doch noch irgendwo Metallstück ist oder ein Vögelchen. Weil ich habe ja, glaube ich, noch in keinem Level irgendwas komplett gefunden. Wobei bei Metallstellen im ersten Level, ich glaube, da habe ich alle drei gefunden. Oder Metallstücke. Genau, ja, das ist ja der Werkzeugfetisch, habe ich total vergessen. Welches Jahr ist das? 83? Was? Das hat mir einfach mal nichts gebracht, oder wie? Verstehe ich nicht. War es beim anderen Kalender auch schon 83? Oder haben die irgendwie nach dem... Okay, es war doch ein menschlicher Kopf. Oder haben die irgendwann recycelt? Okay, Hinweisspuren. Mhm, wo ist das? Am Bohr? Nee. Ah! Ach, das ist... ich hab's nicht gesehen. Ich hab's nicht gesehen. Komm, nochmal. Ja, bitte. Zack. Dust on the end of the crowbar is a common plaster mix. Pigmentation particles mixed in with the dust are of a soft pinkish hue. Department store dummies? You got it. Hellrosa, okay. Oh, jetzt muss ich meine Shotgun hier abgeben, oder was? Och, Mann. Kannst du nicht irgendwie in die Hose stoppen? Du hast doch hinten bestimmt eine Tasche frei. Oh, ich will nicht mit dem Brecheisen kämpfen. So langsam. Ey, der ist mir so suspekt, der Kerl da unten, ne? Fuck! Mann, du kleines Bistchen! Komm hier, frisst das! Weißt du was? Guck mal hier, Scheiße, ne? Scheiße ist das, ne? Du Penner! Mann! Du wagst dich aufzustehen, Junge! Oh, Arschloch, ey. Wo ist mein Brecheisen da?
Ich wusste es! Mann, ich wusste das! Das ist voll schlimm! Ich habe gedacht, der lenkt nämlich zu sehr ab, deswegen muss von links oder rechts einer kommen. Deswegen habe ich gehofft auf von links, weil da nämlich die Schatten angezeigt worden wären, aber ist klar, ne? Natürlich kommt aus der dunklen Ecke. Wichser, ey. Oh mein Gott!